freut es mich sehr, dass ich Antonio Andreoli ankündigen darf, der sich große Hoffnungen machen darf, dass seine Bauernuniversität Frontera do Sul überleben wird, aber auch noch ein paar andere Anliegen hat. Also bitte, der Floor is yours. So, I'm very happy to give him the floor. Antonio Andreoli. Ich freue mich, dass ich nach meinen Nachbarn reden darf. Ich habe erfahren, die wohnen 100 Kilometer von mir entfernt, aus Santa Catarina. Und ich möchte mich ganz ausdrücklich auch für Thomas Hager bedanken, der mich jetzt da fotografiert, weil er hat das Foto hier gemacht. Und er hat eine Fotoausstellung bei uns über kleinbäuerliche Landwirtschaft in Brasilien und Deutschland aufgebaut. Was ist Universidade Federal da Fronteira Sul? Ich könnte es zusammenfassen und sagen, das ist die erste staatlich abgesicherte Bauernuniversität der Welt. Von der Via Campesina aufgebaut auf 3 Bundesländer, 6 Campi, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, 10.000 Studierende, 1.500 Angestellte und ich würde noch mal dazu sagen, die erste Brasiliens, die auf einer Ansiedlung der MST, der Landlosenbewegung, aufgebaut wurde, ist 14 Jahre alt. Kennt ihr oder sie sich sowas vorstellen, dass eine ganze Universität sich mit Agrarökologie, erneuerbare Energien, Menschenrechte, ländliche Bildung, Gemeinwohlökonomie, regionale Entwicklung, artgerechte Tierhaltung, ganzheitliche Medizin beschäftigt? Wenn ich da zurückschaue, glaube ich es manchmal auch nicht, dass man so eine Gelegenheit hatte, dass die Bewegung 40 Jahre lang dafür gekämpft hat und dass Luiz Inácio Lula da Silva, ausgerechnet der erste brasilianische Präsident, der keine Hochschulausbildung hatte, die 11. brasilianische staatliche Universität in diesem Sinne gegründet hat. Und was ist da nochmal was Besonderes? Nicht nur, dass die Bauern dabei waren beim Aufbau, bei der Gründung. Ich glaube, das gibt es nicht weltweit, dass Bauern im Universitätsrat drin sitzen. Dass sie mitentscheiden, welche Studiengänge wir haben. Dass sie auch darüber entscheiden konnten, dass wir gar keine Fachbereiche haben. Denn bei uns ist Nachhaltigkeit, also diese ganzen Schwerpunkte, die sind alle fachübergreifend, ganzheitlich konzipiert. So gehen wir von der Agrarökologie aus, dass wir aufgrund der Ernährung mit Agrarwissenschaften selbstverständlich zu tun haben, aber auch mit Medizin, aber auch mit Ernährungswissenschaften, auch mit Gemeinwohlökonomie, dass das alles interdisziplinär zusammenhängt. Und so denken die Bauern ja auch noch. So denken viele indigene Völker ja auch noch. Und deswegen sind sie die Grundlage zur Erhaltung der biologischen Vielfalt. Also vielleicht könnte man auch sagen, dass es so vielfältig aufgebaut wurde. Vielleicht gibt es auch keine Universität auf der Welt, in der 25% der Stimmen zum Präsidenten, bei der Wahl zum Präsidenten, zum Vizepräsidenten und für alle Direktoren der Campi von der Zivilgesellschaft kommen. So ein Konzept aufzubauen, das ist tatsächlich in den letzten Jahren schwer gewesen. Das ist auch, was der Benny so schön hier formuliert hat. Ich werde es jetzt weitergeben. Das ist so fast wie ein Unkraut, ne, gewesen. Man hat versucht, das irgendwie zu zerstückeln und abzuschneiden, aber die Wurzeln sind ja immer noch da. Und schön, dass es jetzt weitergeht. Unter Lula hoffe ich mir, dass wir vielleicht in der Lage sind, die erste Universität Brasiliens zu sein, die einen Campus auf einer indigenen Gemeinde aufbaut. Wir waren fast so weit. Und dann kam der Putsch 2016, dann kam Bolsonaro und dann kam das alles, was Sie ja schon wissen. Das Dumme daran ist, was kann man aus dem Widerstand jetzt noch retten? Weil wir haben ja auch die Spannung im Denken. Wir haben die Widersprüche in den Köpfen der Menschen. Es ist nicht umsonst, dass die Agrarindustrie einen Putsch finanziert hat. Am 8. Januar. Und dass wir gegen die ja eigentlich einen Kampf führen, wenn wir von Agrarökologie reden, wenn wir von gesunden Nahrungsmitteln reden. Aber das Tolle daran ist, und hier ist das im Bild,
aus der Region der Sojamonokulturen. Da stehe ich mitten in einer gentechnisch veränderten Sojaplantage. Hinter mir wächst so ein Campus heraus mit Schwerpunkt auf Agrarökologie. Ich sage jetzt, das ist das Entscheidende, dass man aus dem Widerspruch der sogenannten Grünen Revolution es geschafft hat, Wissen aufzubauen. Das aber nicht nur dazu führt, dass wir bessere Lebensgrundlagen, eine bessere Lebensqualität haben, sondern auch zur Politisierung der Menschen führen kann. Dass sie selbst bei der Beteiligung an Forschungsanstalten, bei der Entwicklung von Wissen dran sind. Und das macht einen riesigen Unterschied, besonders für diese Jugendlichen, die dann auch 87% unserer Studierenden ausmachen. Wir sind auch die Universität mit den meisten Indigenen im Süden. Und ich möchte mich hier ganz ausdrücklich auch an Brot für die Welt bedanken, an allen unseren Partnern, die es in diesen schwierigen Zeiten geschafft haben, uns zu unterstützen, dass wir weitermachen können. Vielen Dank, dass ich jetzt endlich mal für etwas sein kann und nicht immer gegen etwas hier reden muss. Vielen Dank.